So, mit Mammut seid ihr gut versorgt. Das ist wunderbar. Möbel. Wir können eigentlich auch mal so langsam eine Möbelwerkstatt bauen, oder? Einfach aus Prinzip. Machen wir hier hinten hin. So, was machen unsere Vorräte? Das Eisen ist fast aufgebraucht. Wir haben noch 5 Haufen. Einer sehr klein. Ei, 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 ei. Müssen wir möglicherweise ein bisschen haushalten. Und gucken, dass die Rüstungsschmiede von mir aus ein bisschen weniger produziert und dafür die Schwertschmiede mehr. Nicht, dass wir über die Spitze 1000 Rüstung haben und nur ein Schwert. Das bringt uns überraschenderweise nicht wirklich weiter. Tyrion ist hungrig, er gönnt dir doch was zu essen. Ihr habt doch einen Obstbauern direkt vor der Tür, dann hol da doch was, Mensch. Was stimmt nicht mit dir? Okay, zum Obstbauern, da willst du scheinbar nicht gehen. Steine sind auch schon ganz schön ausgedünnt inzwischen hier oben. Okay, wir haben 7 Rüstung und die 8 wird produziert und unser Schwertschmied kommt nicht hinterher, weil er die ganze Zeit meint, das Holz irgendwo aus der Walachei holen zu müssen. Das ist so geil. So, Quizfrage, was wollten wir aus dir nochmal werden lassen? Ein Träger für den Bogenschützen? Ich glaube, ne? Und du hast den Beruf des Webers erfunden, sehr schön. Ich glaube, dich könnten wir auch schon mal abreißen. Schade, ich hätte kurz die Hoffnung, dass wir hier den Tempel hinkriegen. Dann hätte ich den da hingebaut. Das wäre deutlich besser gewesen als da oben. Training? Ja, bitteschön. So. Noch mehr Training. I like. So, 15 Gold haben wir hier auf Tasche, aber wir haben auch 8 Gold schon hier gelagert. Das finde ich super. So, wir könnten schon unseren ersten Bogenschützen und unseren ersten Schwertkämpfer ausbilden und sogar upgraden, aber noch nicht. Ich fange noch nicht damit an. Na komm, dich können wir eigentlich auch schon abreißen, wir werden sowieso keine Speere mehr produzieren. Sie an, sie hat begriffen, dass sie sich Nahrung holen kann. Das ist schön. Okay, zwei unserer Bauarbeiter sind hier oben noch zugegangen und werden jetzt gleich auch fertig. Ah, Ansgar auch. Sehr gut. Wobei, was heißt sehr gut? Wäre eigentlich besser, wenn einer schon mal anfangen würde, hier die Straße zu bauen. Das wäre sehr gut. Aber ihr wisst ja, Leben und Wunschkonzert und so, ne? Du bist hungrig, ja, dann geh doch nach Hause und Mampfass. Oder geh zum Obstbauern und Mampfass. Du hast ja mampftechnisch alle Möglichkeiten.
So, noch 3 Häufchen Eisen, dann bist du quasi arbeitslos. Also wir finden natürlich eine andere Aufgabe für dich. So ist das nicht. Ja, Mampf geht immer noch steil bergauf, sehr gut. Baue ich da vielleicht noch irgendwas? Nee, nur die Straßen, oder? Na, ah, die Möbelwerkstatt, stimmt. Und da scheint sich noch keiner für bereit zu erklären. Sehr schön. Er fängt hier mit der Straße an. Haben wir hier Steine im Lager? Jo, 5. Oh, jetzt stehst du einfach doof rum, okay. Und dann bauen wir auch mal von hier eine Straße da hoch. Nein, nicht nach Wasser graben. Wir bauen eine weitere Straße von. So. Mein Gott, der Iva, ich glaube, der wird der Erste sein, der ausgelevelt ist. Ich glaube, der ist da ganz vorne mit dabei. Hier musst du auch doch 6 Schwerter, okay? Dann war das vielleicht eine etwas falsche Wahrnehmung von mir, dass wir... Wir haben hier zwar später angefangen, klar, aber dass wir hier deutlich weniger haben und irgendwie nicht hinterherkommen, das scheint ein Trugschluss meinerseits gewesen zu sein. So, da ist noch eine kleine Lücke, sonst steht die Straße hier hinten. Und noch hat sich keiner bereit erklärt für die Möbelwerkstatt. Warum auch? Ich überlege gerade, wir brauchen ja hier eh einen Möbelschreiner. Dann können wir hier eigentlich noch ein Dreifamilienhaus hinsetzen. Da wir dann einen Möbelschreiner brauchen, einen Träger dafür. Und den weiteren Träger, den könnten wir, ja, wo könnten wir den hinpacken? Entweder hier ins Lager. Oder hier zum, zur Kaserne. Wäre auch eine Möglichkeit. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. So, mit Mehl sind wir jetzt auch ausgelastet. Mein Gott, jetzt kann erst unser Steinmetz weitergebildet werden mit 3 Punkten. Krass. Ja gut, der hatte keinen Punkt in Wachbleiben, deswegen ist er wahrscheinlich immer sehr häufig pennen gewesen. Guck an, unsere Goldmine, die macht auch nicht mehr so lange. Training für die Farmer auch natürlich immer gerne gesehen. So wie für jeden anderen auch. Ich glaube, ich könnte auch mal... Warte mal, wenn wir jetzt hier drin einen Schreiner haben, einen Träger, dann könnte der Dritte doch unser Kundschafter sein, dass wir so langsam aber sicher schon mal anfangen auszukundschaften, wo denn der Sonnenstein liegt. Denn das ist ja unser eigentliches Ziel, nicht jedes Gebäude mindestens einmal gebaut zu haben. Auch wenn ich bisher gefühlt so spiele, aber ich will halt, bevor ich irgendein Event triggere, wo mich Gegner angreifen können, will ich halt gerne eine funktionierende militärische Infrastruktur haben. Dir sind die Rohstoffe ausgegangen. Ja, guck, dann kannst du doch schon mal was anderes lernen. Ja, du doch mal Träger für, ja, für wen denn? Für die Kaserne. So, dich reißen wir dann ab. Zur Not hätten wir hinten noch ein paar Steine. Falls wir noch was brauchen. Ich gehe jetzt mal nicht großartig davon aus. Da wir, haben wir hier nicht was im Lager? Ne, die haben wir gerade in den Weg umgewandelt.
Ah, vielleicht brauche ich mir doch noch hier und da einen Steinmetz. Du bist ein Bogenmacher, sehr schön. Ja, komm. Machen wir da einen Steinmetz hin. Dass wir zumindest das Zelt haben, sodass wir schnell beziehen können, falls wir dann doch mal wieder einen Steinmangel haben und Steine brauchen. Ich gehe da, wie schon erwähnt, nicht von aus, aber who knows? Hinterher ist man immer schlauer, ne? Musstest du da ein Party feiern? Einfach nur so anscheinend. Gut, vielleicht hat er auch einen Schlaganfall, weiß man nicht. Sagt einem dieses Spiel ja nicht. Moment, haben wir noch Leder? Ja, okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir noch ein paar mehr Bögen produzieren können. Wobei 16... Ja, ich glaube, reichen tut mir das noch nicht, aber... Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja gut, hier haben wir noch 5 liegen, also... Es wird sowas von in die richtige Richtung gehen. Wie viel Leben haben wir denn noch? 13, okay. Haben wir hier oben noch Leben? 28, ja. Unser Töpfer hat erstmal noch zu tun, das ist gut. So, und bald geht uns auch hier das Eisenerz aus. I don't like. Immer noch keine Bauarbeiter hier. Meine Fresse, ihr nehmt das mit den Straßen echt ein bisschen sehr ernst. Kann das sein? Habe ich irgendwo anders noch eine Baustelle? Nee, ne? So, komm. Du bist voll im Lager, der Tempel ist voll, dann werd doch mal bitte Druide und mach mal ein bisschen Öl draus. Dann hast du hier erstmal wieder direkt Nachschub für dich. Ach stimmt, hier das Steinmetzelt habe ich vergessen. Da ist zumindest einer schon mal dran. Okay. Heißt, es sind nicht alle am Straßenbau beteiligt. Nur hier leider immer noch keiner. Schade. Ja, bitte? Ach, du bist schon fertiger Druide. Das ging zugegebenermaßen ziemlich schnell. Alter, du hast echt ein krasses Tempo. Okay, da braucht wirklich nur ein paar Sekunden anscheinend, um Öl aus Pilzen herzustellen. Das finde ich wunderbar. Ah, vielleicht wird Iolf doch der Erste, der ausgelernt ist. Wird sich zeigen. So, das letzte Stückchen Straße, was verlegt werden muss, vorerst. Aber ich glaube, ich werde es dann auch belassen dabei. Dann haben wir hier nämlich eine Verbindung zu den wichtigsten Gebäuden. Die Möbelwerkstatt ist jetzt nicht so wichtig. Dann geht es ja nur mehr um die Militärproduktion hier. 22 Rüstungen und 9 Schwerter. Okay, so langsam scheint mich mein Blick doch nicht ganz zu trüben. Deswegen werde ich ihm hier jetzt mal den Träger entziehen.
Und du hilfst hiermit. Du sollst nicht Gesellschaft suchen, du sollst arbeiten. Ach, das ist unser Weber. Der Knut ist nun erwachsen. Ab in die Schule mit dir. Finnbock ist auch erwachsen. Du bist Träger. Okay, bei der Möbelwerkstatt geht's anscheinend noch nicht. Dann schnappt er sie doch schon mal als Ehepartnerin. Sehr gut. Warum kannst du denn da kein Träger werden? Das irritiert mich. Gut, dann werde erstmal Träger bei dem Lager. Björn ist auch erwachsen. Du darfst hier ebenfalls einziehen. Und was machen wir mit dir? Kundschafter, genau. Wir wollten einen Kundschafter haben. Ich entsinne mich wieder. Holzfäller, wo ist er? Da. Nein, ach. Nee, doch, Holzfäller war richtig. So, dann speichere ich schon mal zur Sicherheit. Aber wisst ihr, was wir auch machen an der Stelle, wenn ich jetzt eh schon mal gespeichert habe? Wir machen einen kleinen Cut. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Verdammt, das war doch der falsche Beruf. Werkzeugschreiner musst du, glaube ich, werden, ne? Ja. Gut, wie gesagt, wir machen einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.